Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RETV2. So, da oben haben wir schon ein bisschen was eingebaut. Und nachdem wir gesehen haben, dass die Conductors hier ein bisschen gefährlich sind, werden wir die jetzt einfach mal hier isolieren. Mit einer dankbaren Spende von Dosh und Crazy habe ich hier ein bisschen Wolle. Und dann können wir die nämlich hier auch wunderbar isolieren. So, 30 Stück, das reicht mir. A lot of soul. Mehr wollen wir noch gar nicht. So, zumindest fürs Erste nicht. Kopf an Code. Hallo? Dann passiert nämlich auch nichts mehr, wenn man hier die Kabel berührt. Hallo? Warum kann ich die nicht mehr setzen? Hä? Er lässt mich die Kabel nicht mehr setzen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, die muss ich nur wieder füllen. Das ist so ein Scheiß hier. So ein Scheiß. Also gut, dann füllen wir sie halt nochmal. Ich, ja, auch nicht so schlimm. So, also 30 Stück rein. 30 Stück durch 4 macht 8, ne? 8. 8. Nicht ganz 8. Dann machen wir auch nicht ganz 8 rein, weil ich glaube, so viel braucht man nämlich gar nicht. So. Da muss man die nochmal füllen. Das ist so blöd. Na ja, gut. Kann jetzt damit leben. So, 28, die 2 isolierten. Packen wir da wieder mit rein. So. Jetzt gehen wir mal schön hier den Weg darauf. Dicke, 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 dicke. Ja. Hat auch nicht viel mehr gebracht. So. Jetzt aber. Ah. Sehr schön. So. Und zack. Die 23,645 MJ sind noch vom letzten Mal, ne? Wisst ihr ja. Hatten wir ja mit dem kleinen Teil da unten getestet. So, 16 Stück haben wir noch, das ist ja super. So, und jetzt sollten wir eigentlich erstmal hier kontrollieren, ob man das alles wieder passt, soweit ich das zumindest erkennen kann. Ein Happen Essen sollten wir nicht vergessen. So, dann nehmen wir hier uns 2 reichen. Gut. So. Du hast Wasser. Du hast Wasser. Gut. Dann eine hier. Und eine hier. Ja, er nimmt langsam Temperatur auf. Sehr schön, weiter so. Schneller. Los. Gib Dampf auf die Hütte. No? No? Warum haben wir da keinen? Warum hast du keinen? Carbondioxidgas. Doch. Solltest du eigentlich haben. Carbondioxidgas. Das sieht aber gar nicht gut aus im Moment. Oh, 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 oh. Was ist denn jetzt los, hm? Jetzt geht's. Jetzt geht's. 800. Ach, das waren 800. Ja, richtig. Ich vergaß. Ich habe seit kurzem wieder mal mit einem anderen Reaktor rumgespielt. Und das sind 800 Grad schon ziemlich heftig. Aber hier ist es ja völlig normal. Genau. Und über uns hören wir schon die Turbine. So, da sind wir jetzt ein bisschen vorsichtiger.
So. Auf dem Kabel haben wir jetzt hier ordentlich Spannung. Und, haha, es passiert nichts mehr. Und hier sehen wir gerade, wie die Gigajoule nur so in unsere Graphene Battery reinfließen. So, das Ding können wir jetzt erstmal in Ruhe ein bisschen laden lassen. Schauen wir mal, wie viel der hier... Ich will da noch nicht in die Blätter reinkommen. Also wir haben noch 130. Oh, das ist ein bisschen wenig. Naja. Wahrscheinlich müssen wir da noch ein bisschen optimieren an dem Teil da unten. Weil da hat er ein bisschen was, also der gute Reiker hat da an Reactorcraft ein bisschen rumgeschraubt und hat gerade diesem Pebble-Reaktor ein bisschen Power entzogen. Er war auch ein bisschen sehr viel Power für sehr wenig Aufwand. Muss man schon sagen. Also, ja, ist okay. Ja, kann man drüber streiten. Es gibt andere Mods, wo man mit deutlich weniger Aufwand deutlich mehr Power noch rauskriegen könnte. Aber wie wir sehen, es scheint doch noch ganz gut zu laufen. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, und hier sehen wir im Wire-Interface, hier fließen nur so die Gigajoules über die Leitung. Das hat doch was. Jawohl. Den lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen laden. Und wenn er fertig geladen ist, oder hinten der Reaktor dann ausgekühlt ist, dann melde ich mich gleich wieder, weil dann werden wir da hinten nämlich gleich weiterbauen. Also, bis gleich. So, dann hat der Reaktor jetzt mal seine Tätigkeit getan. Hier fließt kein Strom mehr. Und er hat die Graphene Battery auf 166 Gigajoule aufgeladen. Dann können wir uns jetzt hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jetzt wird es langsam eng nach hinten. Da. Dann müssen wir das nämlich auch nochmal kontrollieren. Das Dynamometer. Was wir dann quasi hier rauskriegen. So. Sehen wir das von hier aus? Aus dem Augenwinkel vielleicht. Ja, gut. Dann packen wir hier ein Level hin. Und sehen 8192 Newtonmeter bei 2 Kilorad. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Und das liegt mit Sicherheit auch an der Graphenen Battery. Weil hier steht ja auch schon eben jetzt 1024 Ampere, 16384 Volt. Ja, irgendwann werden wir uns so eine Auroral Battery wahrscheinlich noch bauen müssen. Jetzt können wir natürlich nur mal gucken, wie wir das vielleicht anders hinkriegen. Ich denke, wir werden uns... Außerdem, ne? Wir hatten hier mein Interface wieder verstellt. Ne? Da. Wenn man in der Singleplayer-Welt hier was ausprobiert. So, jetzt aller. Okay. Also es ist noch nicht ganz das gewünschte Ergebnis. Weil wir brauchen eine höhere Geschwindigkeit. Und zwar brauchen wir die Geschwindigkeit um Faktor 4 erhöht. Um Faktor 4 erhöht. Das ist eine 2 zu 1 Bedrock. Da werden wir uns dann noch eine 4 zu 1 Bedrock bauen müssen. Ja, schauen wir mal, ob wir das da haben, zufälligerweise. Also Bedrock Gears haben wir noch da. Na komm. 16 zu 1, das ist ein bisschen blöd. 8 zu 1. Müssen wir uns eine 4 zu 1 bauen. Ach ja, haben wir vielleicht noch in irgendeiner der Kisten hier was rumliegen? Da nicht. Da, nein. Da, nein. Da, nein. Nein, nein, nein. Und hier? 2 zu 1. Blöd. Blöd. Ja, dann müssen wir eine 4 zu 1 bauen. Ach ja. Aber das können wir jetzt natürlich auch so machen, indem wir uns da, Bedrock das, 34. Brauchen wir irgendwas davon? Nehmen wir die Steel Gears mal der Vorsicht halber mit.
Oh, da haben wir noch Bedrock Gears. Sehr schön. Da werden wir gar nicht so viel brauchen müssen dann. Halt. Shaft Unit, Bedrock Shaft Unit. Shaft Unit. Nehmen wir einfach mal alles mit. Packen es da vorne ins HE-Netzwerk. Können wir besser damit arbeiten. So. Das da rein, das da rein. Das da rein. Und das da rein. Das da auch noch rein. So, dann brauchen wir eine 4:1. 4:1. Da. Und wir brauchen das da. 2x2. So, das haben wir. Und dann brauchen wir das da. Oh. Da brauchen wir nochmal. So, jetzt aber. Zack, zack, rein. Und dann brauchen wir noch so einen Mount. Haben wir. Zack, 4:1 Bedrock. Sehr schön. In der Hoffnung, dass es jetzt alles klappt. Gut. So. Die 4:1 Bedrock kommt falsch rum. Das müsste jetzt stimmen. Dann brauchen wir den Screwdriver, weil wir sie auf Speed umstellen müssen. Genau. Und dann brauchen wir den Motor. Jawohl. Und dann werden wir wahrscheinlich das Problem haben, dass wir den Strom... Na gut, wir können es einfach nach vorne verschieben, das ist ja nicht das Problem. Oder irgendwie mir wird schlecht. So. So, Kabel. Da haben wir noch 12 Stück. Auch das wird knapp. No. Zwei Stück noch. Na, das reicht von und hinten nicht. Haben wir noch ein paar Kabel da. Isoliertes. Super. Nicht gefüllt. Können wir jetzt auch nochmal 10 bauen? 12. Auch gut. So, die 12. Müssten wir mit Wolle. Genau. Mach mir doch mal alle, die du machen kannst. Genau. So, da haben wir jetzt 14. Jetzt brauchen wir noch von diesem Cryotium das noch ein bisschen was. Wir haben jetzt hier 14. 14. Oh, wieder eine blöde Zahl. 12 wäre die richtigere. Das wäre nämlich hier 3. Vielleicht reicht das ja schon. Gut, 12. Mit denen sind es 14. Da fehlt noch ein Stück. Ich vergesse immer. So. Und dann legen wir mal das Kabel. Oh. Da wollte ich es nicht hin. Gut. Dahin. Gut, schönes Kabel. Oh, ich nehme mit. So. Du bist auf Speed eingestellt.
Für dich bräuchte man noch irgendwas zum Verarbeiten. Ach ja, holen wir nochmal. Moment. Erstmal wieder hier raus. Egal, wir werden es gleich. Wir werden uns einfach ein bisschen was schnell holen. So. Weil da hinten haben wir immer noch unsere Ender Query laufen. Da müsste ein bisschen was drin sein. Was haben wir denn hier? Kupfer. Jawohl. Zinn. Auch gut. Eisen. Auch gut. So. Dann mal los. Und Absprung. So. Eins, zwei und drei. Da ist gerade was verloren gegangen. Wo ist das hin? Ah, hier. Gut. So. Angeschlossen bist du. Du bist auch angeschlossen. Dann machen wir da oben mal den Schalter an. Und dann schauen wir mal, was hier rauskommt. Outputting 8192 Rad. So, hier kommen raus 16 Megawatt, so wie wir gerade erkannt haben. Gib mal her. 16 Megawatt werden 8192 Rad. Und läuft. Haha. Sehr schön. Läuft. 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 Hatte ich schon mal gesagt? Läuft. Super. So hatte ich mir das vorgestellt. Und jetzt gibt es hier nämlich auch kein Flackern mehr oder ähnliches. Das hat man ja vorher ab und zu. Scheint irgendwie an diesen Gummiriemen hier zu liegen. Oh, schauen wir mal ein bisschen zu. Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir gut. Ja, so gefällt mir das schon besser. Ein bisschen praktischer wäre die ganze Geschichte natürlich, wenn wir die nächstgrößere Batterie hätten. Nee, sonst da fehlt. Naja, gut, okay. Wie viele Stacks haben wir jetzt da drin gehabt? Insgesamt drei, ne? Drei. Genau. Jetzt wird quasi die komplette Energie, die wir haben, von einem Lauf, wird jetzt hier aufgewendet, also von einem Lauf von dem Reaktor unten mit zwei Pellets durch die Turbine hier durch gespeichert in die Batterie. Die Batterie kann man ein- und ausschalten mit diesem Lever. Alternativ, naja, es hätte noch ein paar andere Methoden noch gegeben. Aber die hier gefällt mir jetzt im Moment eigentlich gar nicht schlecht. Wir werden hier noch ein oder zwei weitere Batterien hinstellen. Gehe ich mal davon aus. Oder mal eine große. Denn dieser Saar fehlt noch. Okay. Macht aber auch nichts. Kriegen wir auch noch irgendwann. So. Und dann kann der hier in aller Ruhe mal wieder Material durcharbeiten. Sehr schön. Gefällt mir. Was haben wir denn hier? Ah, Open Blocks. Ja, ist gut. Weg damit. Ja. Dann lassen wir den mal hier noch in Ruhe weiterarbeiten. Material kann man immer brauchen, in jeder Menge. Du gehörst da gar nicht rein. Wo hatte ich dich eigentlich hingepackt ursprünglich? Ich glaube in die Kiste, oder? Hatte ich es reingepackt? Zack, rein mit dir. So, du läufst noch, oder? Genau, du wackelst. Können wir dich ausschalten? Weil du bist ausgekühlt. Okay. So, nachdem wir gesehen haben, dass das locker reicht, können wir noch mal glatt vier Stück. Dann lassen wir den sogar noch mal laufen. Dann lassen wir den sogar noch mal ein bisschen laufen hier den Reaktor. Dann können wir damit die Batterie noch ein bisschen füllen. So, zwei hier rein und zwei hier rein. So, schauen wir mal. Temperatur baut sich auf. 100 Grad. 143, 167, 200. Ja,
schön weitermachen. So ist das gut. Nicht so schnell. Keine Panik. Wird alles langsam. Ja, komm. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen, bitte. 800 brauchen wir. Dass der hier loslegen kann. Ja, gleich geht's los. Gleich hört ihr über mir. Und dann ist natürlich noch interessant, ob er mit dem Energiehunger der Maschine da hinten zurechtkommt. Das können wir gleich mal gucken. So. Okay, Turbine läuft an. Dauert natürlich noch ein kleiner Moment, bis sie richtig läuft, richtige Geschwindigkeit hat. Du hast noch zu tun? Jawohl. Kupfer läuft noch. Eisen haben wir hier. Hier haben wir noch ein Stack. Sehr schön. 3 Stacks. So. Gut. Wenn die Turbine dann mal volle Geschwindigkeit hat, noch hat sie es nicht. Aber eigentlich müsste die Batterie hinten laden, weil hier kommen 300 Megawatt, ne? 300 Megawatt kommen hier gerade rein. Also müsste der hier eigentlich sich laden. Genau, das tut er auch. Obwohl hinten wunderbar die Maschine läuft. Wir haben ja gesehen, ungefähr 180 Gigajoule, 190, sagen wir maximal 200, völlig egal. Zweimal zwei Pellets haben wir eingeworfen, also kommen nochmal 400 Gigajoule ungefähr raus. Bleiben also noch locker unter der Kapazität dieser Batterie hängen. Kein Problem. Man kann hier natürlich auch irgendwelche anderen Redstone-Signale anschließen. Alles kein Problem. Können wir machen. Ja. Werden wir dann sehen, wie wir da an der Stelle weitermachen. Wie gesagt, es könnte sein, dass wir hier einfach nochmal ein, zwei weitere Batterien hinstellen. Schwer zu craften sind sie ja eigentlich nicht. Das ist nur ein bisschen zeitaufwendig, das Material erstmal durch zu pulverisieren. Ja, kann man auf jeden Fall noch machen. Läufst du eigentlich gerade? Nein, du bist aus, ne? Ja, sehr gut. Könnte man theoretisch nochmal zwei Batterien vielleicht machen. Das wäre vielleicht noch eine Idee, dass wir hier noch ein bisschen Material abarbeiten. Ja doch, zwei Batterien könnte man theoretisch noch machen. Das Ding müssen wir natürlich hier... Entschuldigung, alles sehr laut hier. Das müssen wir natürlich alles ein bisschen verschieben. Alternative wäre natürlich tatsächlich die größere Batterie, aber ohne Netherstar keine größere Batterie. Ist so. No. Gut. So, wie sieht es bei dir aus? Ladungsmäßig 200 Gigajoule. Sehr schön. Weitermachen. Ja, jetzt haben wir mal den praktischen Anwendungszweck auf jeden Fall schon mal gesehen, wie das hier weitergeht. Ich bin jetzt gerade überlegen, was wir in der nächsten Folge machen. Ich habe ehrlich gesagt noch keine große Ahnung. Na, wir werden es dann sehen. Aber ich hoffe mal, dass wir mal ein anderes Thema angehen. Nicht wieder Reactor Craft oder irgendwas in dem Dunstkreis. Irgendwas anderes. Mal gucken. In diesem Sinne, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht auf die Uhr geschaut, wie lange die Folge ist. Aber an der Stelle ist ein schöner Punkt zum Aufhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen hoch. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges. Ab in die Kommentare. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.